Servus Freunde, herzlich willkommen hier mit diesem Dreher von Rene Rast zum Porsche Carrera Cup Rennen auf den Salzburgring. Ja, der fährt sich gleich mal die Stoßstange kaputt. Dann suchen wir uns mal besser einen anderen Fahrer. Ich glaube, der will nicht so recht, dass wir zusehen. Wen nehmen wir denn sonst? Wen kennen wir denn noch so? Da ist jetzt hier Sebastian Löb. Komm, wir schauen Sebastian Löb zu. Und ja, damit hallo und recht herzlich willkommen. Ja, der Rene Rast hat mir gerade so ein bisschen bei der Anmod einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das Auto komplett wegwirft. Aber die sind alle sehr stark am Limit am Fahren. Auch hier der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastian Löb hier in seinem Porsche relativ wild unterwegs. Aber ja, es geht rein heute hier in ein 12-minütiges Rennen im Porsche Carrera Cup. Porsche Mobile Cup hieß es damals noch, weil Mobile One der Hauptpartner war. Schau, da dreht sich der Nächste hier weg. Faszinierend, die Kurve, aber da tue ich mir auch ein bisschen schwer. Also nicht so, dass ich hier Goldkehlchen bin und das super schaffe. Nee, mir geht's da gleich. Ich sehe auch gerade die Kämme schon an. Servus, wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. So ist es nun mal. Ja, ich bin halt auch kein Vollprofi. Da würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier auf die Strecke. Warten hier, bis das alles grün wird. Und ja, mal schön hier in die Cam winken. Ja, Kollege, ich darf noch nicht. Zumindest nicht die Boxengasse verlassen. Ich darf langsam rausrollen, das war's dann aber auch. Und da ist Rene Rast vor mir. Wir fahren übrigens hier auch mit einem Auto von Rene Rast. Und da sind sie schon aggressiv beim Rausfahren. Die wollen natürlich alle hier so viele Zeiten wie möglich setzen. Und mein Ziel ist es auch hier, das komplette Quali mehr oder weniger durchzufahren. Da dreht er sich schon wieder, der Kollege Rast. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Hätte ich ihm besser das Auto gelassen. Weil das ist auch eigentlich ein Auto von Rene Rast. Ich bin im Lechner Racing Team unterwegs. Klar, wenn es einen österreichischen Erfolgs Partner gibt, sage ich mal, ein Erfolgsteam im Porsche Supercup bzw. im Mobile One Cup, wie es damals hieß. Da muss man das Team, glaube ich, auch nehmen und supporten. Dementsprechend sind wir natürlich hier für Robert Lechner am Start bzw. Walter Lechner, die beiden Brüder. Und es geht schon relativ gut hier vom Speed her. Kurz ein bisschen quer gezaubert. Da kann man ja noch mal ein bisschen was für die Fans leisten. Aber ist natürlich langsam, man sieht's. Hinter mir der Porsche ist schon relativ gut rangekommen. Ja, mit dem Porsche hier nimmt man natürlich relativ brutal die Caps mit. Das ist auch der Grund, warum dass sie sich teilweise in der Schikane relativ schnell und oft wegdrehen. Und das ist auch die Eigenschaft hier des Porsches, dass er eben die Caps so mitnehmen kann. Und wir haben die Flügel auch dementsprechend ein bisschen flacher hier gestellt, weil der Salzburgring so ein bisschen meine Heimstrecke auch eine sehr schnelle Strecke ist. Ihr habt es wahrscheinlich bis jetzt schon so ein bisschen mitgekriegt. Ja, relativ viel Vollgasanteil. Hier mit dem Cup Porsche 250 drauf zu kriegen, ist auch nicht gerade wenig. Ist generell nicht gerade wenig für den Cup Porsche 250. Und wenn man dann den Bremspunkt falsch setzt, schlägt man auch gerne mal hier in die Bande ein. Aber ja, der Salzburgring, eine Rennstrecke, die viel Flair hat, finde ich. Vielleicht sind die Reifen leicht dreckig, ganz rutschig. Und im Besitz von Red Bull ist ebenso wie der Red Bull Ring. Bei den Strecken ist es halt so, bei beiden Strecken. Ich vorüber knapp über eine Stunde hin, also das ist alles jetzt keine Weltreise, dass ich bei den zwei Strecken bin.
Da wird zurückgeschoben ohne Verluste, aber ich bin Gott sei Dank durchgekommen. So, es heißt hier Vollgas. Auch wenn er mir hier das Überholen schwer macht. Dann sind wir vorbei. Ja, hier auch noch anschubsen in die Mauer rein. Ist nicht so fein. Oh, da habe ich die KI übersehen. Jetzt ist die Frage, wie ramponiert ist das Auto jetzt wirklich? Geht das weiterfahren oder ist es eher schlecht? Es geht aktuell. Die Vibrationen sind auch nicht allzu schlimm. Ganz leichte sind vorhanden. Aber das ist wirklich nur marginal. Okay. Das wird so nichts mehr. Wir gehen kurz mal auf Garage. Den Sprit lassen wir drin. Das ist fix, da will ich nicht großartig rumpfuschen, aber ich will hier nochmal vielleicht ein bisschen runtergehen. Dann nochmal raus aus der Box und dann eine Runde drehen. Ich habe im Grunde noch keine Zeit gesetzt. Die 14 da unten ist noch aus dem Training. Sonst haben wir als 13 Leute eine Zeit gesetzt, deswegen steht die immer noch da. Zwei schnelle Runden können wir gehen. Wir sind hier alleine auf unserer aktuellen Position. Am Track. Und dann schauen wir mal, wie es so geht. Ja, das Salzburgring ist ja, wie ich bereits erwähnt habe, im Red Bull Hand. Mataschitz hat sich den dazugeholt aus das Land Salzburg, also die Salzburger Behörde von dem Bundesland halt, sich dazu entschieden hat, den Track zu verkaufen, einfach um zusätzlich Kohle reinzunehmen. Da hat Mataschitz sich dazu geopfert, hat den Kurs übernommen, damit weiter hier auch Motorsport betrieben werden kann. Wollte den Kurs auch dementsprechend ausbauen. Hatte da Ideen, wie man den Track dementsprechend vergrößern könnte, für andere Serien lukrativ machen könnte. Aber da haben sich die ansässigen Bauern dazu entschieden, dagegen vorzugehen. Haben, ja, ich würde jetzt nicht sagen protestiert, aber haben ihm halt das Leben deutlich schwerer gemacht und dadurch ist halt die Strecke jetzt so geblieben, wie sie war. Ja, ich habe mich persönlich über den Ausbau schon irgendwo gefreut. Grundsätzlich, denn so ein Ausbau fördert natürlich einerseits die Wirtschaft. Andererseits holt es aber auch wieder einfach Gäste her ins Salzburger Land. Und du bist hier nur unweit von der Stadt Salzburg entfernt. Das heißt, das hätte schon irgendwie was. Und so viele Nachbarn hat die Strecke jetzt aber ehrlich gesagt auch wieder nicht. Die liegt in einem Kessel drin, wenn man da vorbeifährt. Direkt an der Bundesstraße, da ist eine Abzweigung runter und ansonsten würdest du nicht mitkriegen, dass dort der Salzburgring ist. Also man sieht es auch hier, das ist in einem reinen Kessel drin. Und Best Split aktuell nur, oder mit dem besten Split, so muss ich sagen, nur 2 Zehntel hinterm schnellsten Mann zurück. Weg da! Geht doch.
Genau eine Runde kommen wir noch. Aktuell 6 schnellste mit der Zeit. Da bin ich jetzt aber mal richtig glücklich. Boah, und ich glaube, jetzt sind wir noch mal einen Tick schneller. Aktuell 3/10 circa. Mal schauen, was es jetzt dann wirklich sind, weil schlechter rausbeschleunigt habe ich auf die lange Geraden. Ja doch, es bleibt bei den 3,5/10. Yes, da haben wir noch mal eine halbe Sekunde gefunden. Warum die jetzt noch mal rausgehen, wenn die Zeit vorbei ist, verstehe ich auch nicht. Da wollte der Löb einfach noch mal einen Dreher hinlegen und den Zweitplatzierten abräumen. Tja, P2, Leute, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, dann schauen wir mal um und schalten hier mal die Cam endlich weg. Das war ja eigentlich schon für Anfang des Videos geplant. Aber wow, damit habe ich nicht gerechnet. 2/10 hinterm Führenden. Ne, nicht mal. 0,012. 12.000stel hinter der Pole Position. Also das nenne ich auf jeden Fall mal knapp hier. So kann das weitergehen. Todorov hat hier die Pole Position eingefahren. Sauber Sam, gefällt mir. So, wo sind denn die Kollegen, die wir so kennen? Schauen wir mal so ein bisschen die Namen durch. So, wir haben hier David Brabham. Der Sohn von Jack Brabham. Ne, heißt der Jack? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall der ehemalige Formel 1 Teambesitzer, Fahrer. Alles drum und dran. Automobilhersteller. Oder John Brabham. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, wen ich meine. Ich bin mir jetzt nämlich wirklich nicht sicher. Johnny Wright sagt mir jetzt persönlich nichts. Martin Ragginger sagt mir aber was. Das ist nämlich mittlerweile ein Porsche-Werksfahrer. Kevin Estre kennt man natürlich, auch Porsche-Werksfahrer. Dann haben wir mit am Start Sebastian Löb. Der Rallye-Fahrer oder wieder Rallye-Fahrer. René Rast, den haben wir übersehen. Und ich glaube, dann haben wir soweit alle aufgezählt, die ich kenne. Es sind natürlich noch Leute unterwegs, die hier eine neue Bestzeit fahren können, aber wir gehen in die nächste Session, denn das ist das Rennen und es ist nicht so finster, wie man jetzt hier glaubt. Hier oben sieht man auch nochmal die Streckenkarte. Hier ist Start-Ziel runter, das ist die eine Schikane, dann geht es hier in Richtung Kurve 2 oder Kurve 3 eigentlich, Schikane ist 1-2. Kurve 3, dieses langgezogene 180 Grad, dann geht es hier im Geschlängel mit Vollspeed rüber, hier ist die Highspeed-Kurve, dann einmal noch anbremsen, durch die Schikane durch, die letzte Kurve und wieder über Start-Ziel. Soweit keine schwierige Strecke, aber man muss sie auch erstmal bändigen. So, sicherheitshalber, sicher ist sicher. Und da würde ich sagen, speichern wir einerseits das Setup. Ja klar, mach mal. GG, übernehmen. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Es geht nämlich in eine komplette Einführungsrunde. Und das von P2 aus. Also deswegen geht es so schnell, da vorne fährt kein Safety Car weg. Ist aber auch eine komische Einführungsrunde ohne Safety Car hier. Hat er die Audi-Ringe drauf? Nee, ITC 600. Keine Ahnung, was das ist. Da ist eine Fliege, weg damit. Und wenn wir hier über Stadtziel drüber sind,
geht's dann rein ins 12-minütige Rennen. Das sind ungefähr 8 Runden im Normalfall. Mit ein bisschen mehr Sprit mit. Und damit bringt uns P2 rein gar nichts. Ich darf wieder nach vorne. Bin ich denn aktuell? Ich bin P1, das ist falsch. Und wer fährt da ganz vorne? Wow! Da wurde ohne Rücksicht auf Verluste einfach zugezogen. Und so schnell fliegt man auch wieder zurück. Naja, was sollen wir machen? So, da kommt er zurück rein, der Porsche. Wie in den Windschatten, wir haben relativ zugemachte Lüftungskanäle, also die man hier hinten oben sieht auf der Motorhaube, die sind eigentlich so gut wie komplett zu. Komplett natürlich nicht, weil man weiterhin Kühlleistung für den Motor braucht. Ne? Aber die sind, um hier die Aerodynamik zu verbessern, geschlossen worden. Ebenso ist der Flügel nochmal ein bisschen abgesenkt für erhöhten Topspeed. Da war auch wieder jemand draußen. Und hat mich der Tsunami abgeschossen hier. So, P23 aktuell. Also wenn ihr langsam macht, nutze ich das natürlich aus. Zehn Minuten noch zu gehen hier. So, aktuell P21. Mal schauen, wie weit das mal wieder nach vorne kommen. Die erste Fliege seit Wochen, die hier bei uns im Wohnzimmer ist, und dann gleich so eine lästige. Alter Schwede! War das gerade Glück gehabt? Jetzt muss man natürlich schauen, dass wir wieder auf Speed kommen, weil die hinter uns haben den Exit doch deutlich besser mitbekommen. Und schon wieder zurückgefallen. Aber irgendwie macht es auch Laune, das ständige Hin und Her. Das erinnert mich zwar ein bisschen an Autoscooter, was hier so passiert. Oh, sagte ich doch Autoscooter. Nur deswegen ist das Rennen auch noch lange nicht zu Ende. Da kommen wir schon noch hoffentlich ran. So halbwegs zumindest.
Na, da vorne im Tumult kann man nicht so schnell fahren wie hier hinten. Sonst haben wir hier auch noch Safety Car, das ist, ja, es kann gut sein, kann aber auch schlecht für mich sein. Und da war Markus Ragginger verwickelt, weil das Auto vor mir müsste Ragginger sein. Ne, Safety Car kommt nicht raus, nur Full Course Yellow. Safety Car sehen wir dieses Mal nicht auf der Strecke. Weil sonst wird es mir unten... Doch, da ist es. SC wird schon angezeigt. Safety Car ist draußen. Das wartet gerade auf den Führenden. Da geht einer an die Box. Das war Ragginger, der an die Box ging. Okay, das ist jetzt überraschend. Der hat aufgegeben. Der hat abgestellt. Oder? Nee, der steht an der Box. Der hat nicht aufgegeben, der steht einfach nur an der Box. Das ist jetzt natürlich bitter, dass wir hier hinter dem Safety Car entlang fahren. Ich würde lieber reines Racing betreiben hier. Das macht nämlich mit den Autos Bock, auch wenn es teilweise von den Fahrern wie Autoscooter gehandhabt wird. Aber es wird halt mehr Laune machen. Das ist übrigens der Porsche Team Asia, also den man hier gerade so neben mir sieht. Das ist auch einfach Temperatur behalten. Normalerweise gibt es halt 3 Runden hinterm Safety Car. Und das war jetzt zu viel des Guten. Da haben wir es jetzt übertrieben. Da wird man ja fast müde, wenn man da so langsam hinterher guckt. Rang 26 sind natürlich nicht das, wo ich ursprünglich, ja, gegen Ende des Rennens sein wollte. Also gut, Ziel ist auf jeden Fall Top 20. Muss man noch 6 Leute einholen. Das Safety Car da vorne soll ein bisschen den Speed erhöhen. Klar, das will natürlich auch noch, dass die anderen aufschließen. Was grundsätzlich möglich ist, weil wir sind immer noch in der ersten Hälfte der Rennstrecke. Das heißt, das wird schon noch gehen. Jetzt kommen wir hier am Boxengelände vorbei. Hier unten ist eben die Boxengasse.
Rang 27 wird definitiv aufschließen können bis Ende der Runde. Ob sich Rang 29 ausgeht, kann ich nicht sagen. Aber die haben jetzt natürlich frisches Material. Die haben frische Reifen höchstwahrscheinlich sogar. Dann wird das für die auch nochmal hier ein interessanter Sprint bis zum Schluss. So, Rang 27 ist hier. Der hat sich bereits eingereiht, der Porsche. Dann schauen wir mal, ob sich... Ja, da kommt Rang 28. Und das ist, glaube ich, sogar Raginger. Dann geht es sich für die 29 auch aus. Dann ist das komplette Fahrerfeld wieder zusammen. Und dann schauen wir mal, wie es so zu Ende gehen wird. Da hinten rollt er durch die letzte Kurve. Das war ein bisschen zu viel Abstand, den ich gelassen habe. So, eine Minute geht's noch. So, da werde ich leicht aufs Grün geschickt. Aktuell 24. Da geht's ja zu. Oh nein, 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 nicht mich schon wieder ins Off schicken, Leute, nein. Da konnte ich jetzt wirklich nichts dafür, wenn man auch von der Seite den Drücker aufs Gras kommt. Dann geht das halt nicht. Und jetzt ist das Gefühl, das Auto ziemlich im Arsch. Ach Leute. Das war an sich eine geile letzte Runde, bis auf den einen Schieber da. Da war auch ein langsamer Kollegen. Trotzdem ein geiles Rennen gewesen, nichtsdestotrotz, man muss ja nicht alles nur immer schlecht sehen, hat ja Spaß gemacht. Vor allem R-Faktor funktioniert wieder, ich hoffe, dass auch das Videomaterial halbwegs gut ist, das muss ich mir erstmal ansehen. Und dann würde ich sagen, rollen wir hier noch in Richtung Ziel. Uah. Schluck auf ist was Ekliges. Und mittlerweile vibriert die Hütte schon ordentlich. Man, wir werden hier im Porsche Supercup definitiv zurückkehren. Wir werden nochmal ein Rennen mit den Dingern fahren. Das macht auf jeden Fall Spaß. Die Flat 6 Series findet man auch im Community Hub, glaube ich, heißt das Ding. Also die meisten Mods sind sowieso auf dem Community Teil von Steam aufgebaut, somit kriegt ihr dort eigentlich die meisten Sachen. Das Gute ist, weil die jetzt schon alle vor mir in die Box rein sind, weiß ich auch, welche Box mir gehört. Und die ist sowieso kriminell, die Einfahrt hier. Wenn du die ordentlich mitnehmen willst. Wow, ich habe einen richtig starken Einschlag, was das Rückwärtsfahren angeht. Boah, bin ich schlecht. So, ordentlich reingeschoben. So, stehen wir drin. Es ist zwar alles zerkratzt, aber es gibt da auch deutlich Schlimmeres. Gut, dann würde ich sagen, war's das jetzt für heute. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Däumchen nach oben, so wie eine Abo, eine Weiterempfehlung da. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.